also die Schlacht. Der Höllenfürst kehrt besiegt zurück in die Tiefen des Hades, nachdem ihr seine finsteren Pläne durchkreuzt habt. Damit endet unser Ausflug. Wir folgen ihm. Hossa! Genau. Wie bitte? Wir werden ihn in die Hölle folgen. Beelzebub, eine Runde in den Arsch treten. Ich ziehe meinen Dolch. Ich glaube, das wollt ihr lieber nicht. Doch. Wir haben sie alle in die Flucht geschlagen. Ich ziehe meinen Knüppel. Nein, nein, es ist die Hölle. Habt ihr überhaupt irgendwie eine Vorstellung davon, was... Ich packe mein Kurzschwert. Ich packe meinen Speer. Ich bereite einen Feuerball vor. Feuerballzauber? Was soll der denn in der Hölle ausrichten? Schweren Schaden machen, oder? Ich hoffe es. Ich leuchte mit meiner Fackel. Okay, nochmal langsam. Ihr seid in der Hölle. Dort muss ja echt viele Schätze geben, oder? Ja genau, ich würfel auf Schätze finden. Langsam tut's weh. Schau nur, wie er uns davon abzubringen versucht, oder? Oh, das ist jetzt typisch, jetzt stellt er sich dumm. Trau keinem sich windenden Spielleiter. Ich bereite Heilungszauber vor. Ich will noch prüfen, ob wir genug Vorräte haben. Ich ziehe meine Route der Macht. Man kann nie genug Vorräte haben. Ich mache meine Laute des Elfengesangs bereit. Ich habe mein Speer und mein Schwert gezogen und springe hinterher. Okay, okay, ihr fahrt zur Hölle. Ihr werdet sofort von Lucifer und seinen dämonischen Legionen angegriffen und ihr seid ausgelöscht. Ihr seid tot. Ihr seid Geschichte. Glücklich! Das ist wahrscheinlich eine Illusion. Es muss eine Illusion sein, ja. Ich wirke Illusion bannen. Ich halte meinen Sack für Schätze bereit. Bin ich bei 15? Also, wir leben noch wahrscheinlich. Soll ich nochmal auf Schätze suchen? 11. Diese Rollenspiele, oder? Ja, ich hoffe, der kleine Sketch hat euch gefallen. Er ist nicht ganz auf meinem Mist gewachsen, sondern entstammt der Welt der Dummheit. Dog Tower auf Englisch von John Kovalek. Das ist derjenige, der auch die Munchkin-Spiele zum Beispiel bezeichnet mit seinen Figuren. Und ich habe diese Sammelbänder, ich weiß gar nicht, ob es die noch so gibt. Dementsprechend habe ich gedacht, jedenfalls die Rollenspiel-Episoden am Tisch von den Hauptfiguren würde ich euch gerne näher bringen mit diesen kleinen Sketchen. Ich weiß nicht, ob ich das regelmäßig jetzt schaffe, weil es doch sehr viel Aufwand ist als eine Person. Ja, aber ich hatte da schon länger mal Lust zu und wollte das aufnehmen und jetzt habe ich es mal gemacht. Jedenfalls die erste Runde sozusagen. Vielleicht folgen noch ein paar, wenn es euch gefallen hat. Schreibt es hin. Wie gesagt, das Skript nicht von mir, sondern aus dem ersten Sammelband hier der Welt der Dummheit von Dog Tower, von John Kovalek. Genau. Das war's von mir und meinen Mitspielern.